Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pure White. Wir befinden uns auf dem Endspurt. Ja. Ich war einkaufen. Ich hoffe, das, was ich eingekauft habe, reicht aus. Ich habe davor gespeichert. Falls nicht, dann werde ich das Ganze... Also ich werde das dann resetten und noch mehr einkaufen, weil die ganzen Federn zu sammeln war ziemlich mühsam. Ich habe alle... Auf Level 76, beziehungsweise Mardin habe ich ein extra Level verpasst, auf Level 77 trainiert. Und es hat sich sonst soweit nichts verändert. Ich habe Mardin die Scope Lens gegeben, damit er die Crit-Rate ein bisschen erhöht hat. Die Lauchstange, keine Ahnung, wo ich die in Pure White herkriege. Ja. Und also die Empfehlung von euch waren so 75 bis 80. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann... manche sogar 85 ist so. Ja, okay. Weiß ich nicht. Dann habe ich halt 76 genommen. Ein Level höher als 75, weil ich dachte, naja, meine Flug-Pokémon, ihr wisst ja, wie die so drauf sind. Und ich wollte zuerst zum Kampf dingen. Also ich habe mir nichts angeguckt. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Wie ihr halt das halt wolltet. Und ja, ich wollte eigentlich erst zum Kampf dingen, aber leider weiß ich gerade, ich weiß nur noch, dass der auf der rechten Seite, glaube ich, ist. Aber ich weiß nicht mehr wo. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier rein. Und das war falsch. Die wollte ich zum Schluss machen, ey, vor der hatte ich am meisten Angst. Also vor ihm, ich schätze eher. Nein. Nein. Nee, Mardin nicht zuerst. Weil der hat ja Nachthieb. Ich glaube, ich lasse Fake Buzzy vorne. Ja. Okay. Und wenn das nichts wird, dann kann ich ja immer noch Mardin schicken und ja. Who are you? Oh, wer bist du denn? Und ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Oh, der ist aber echt süß. Voll die coole Idee, dass die aus den Haaren so einen Umhang gemacht haben. Nee, ne? Das ist jetzt aber nicht deren Ernst, dass ich da jetzt... Nee, oder? Nein. Okay, erstmal Crimson's. Ich hab... Ah, doch, Tammy. Hat sich was verändert. Leafstorm. Ja, es ist aber alles ein bisschen buggy hier immer. Habe ich beigebracht. Ich dachte, das wäre ganz cool. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, falls man das merken kann. Meint ihr, es bringt was, wenn ich Night Slash auf Bronze mache? Wahrscheinlich nicht so. Ne, aber ich mach's einfach mal. Okay, Fake Buzzy ist der schnellste. Das ist schon mal gut. Ich habe einfach die Hoffnung, dass die nicht so viel gegen Fake Buzzy machen können. Und dass die Fake Buzzy in Ruhe lassen. Ja. Das ist aber ein Damage-Output, Mardin. Du machst mich ja schon fast stolz, Hammer. Ja. Nein. Alles klar. Nein, lass doch... Alter, die lassen Fake-Basi nicht in Ruhe. Jetzt bin ich gefickt. Aber jetzt bin ich so richtig am Popo. Aber so richtig... Habe ich schon gesagt, dass ich richtig am Arsch bin? Ja, okay, ich mache nochmal Quiver Dance. Tammy. Die kümmern sich darum, dass Mardin irgendwie am Leben bleibt. Nicht mal die Fake Buzzy. Mit. Wie viel Leben hat er denn? Nee, das reicht nicht. Da muss ich schon eine Hyper Potion. Ich habe übrigens 70 Hyper Potions, 99 Beleber und 41 Full Resource. Also, ich hoffe, das reicht. So. Und der Mardin, der chillt da ja voll, ne? Irgendwie, die haben wahrscheinlich keine Angst vor dem. Ich weiß gerade nicht, dann mache ich mal einen Night Slash auf... So, ein bisschen kurz hochspeeden. Nein, lass doch Mardin zufrieden! Ach, Mardin, sag ich immer, fick mal. Trifft das jetzt alle? Ey, komm, nee, oder? Okay, nur die beiden. Nein, Mardin! Ja, Mardin! Du bist mein Boss! Okay, und das sollte auch nicht so viel ziehen. Okay, geht.
Ja, der hat natürlich so eine Beere. Aber das steigert die Special Defense, deswegen mache ich noch Quivery Dance. Slowking, der kann auch Trick Room. Hundertprozentig, weil ich mal denke, dass das ein Trick Room-Team ist. Tammy kümmert sich wieder darum, dass Fake Buzzy am Leben bleibt. Ich verschwende jetzt schon viel zu viele Potions, finde ich. Für meinen Geschmack. Ja, ich möchte am liebsten Behem jetzt auch tot machen. Aber vom Moschana habe ich irgendwie am wenigsten Angst. Ich meine, das kann zwar Lightscreen und so, glaube ich, aber ja, da. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Oh nein. Nein, Tammy, nein, 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 nein. Tammy, nein. Dich brauche ich noch. Ciao, Martin. War nett mit dir. Scheiße. Okay. Ja, du boostest dich da voll alleine. Okay. Der kann Ice Beam, ne? Ja, das kann er. Ja, Sayu, das kann er. Also Hunter für Madin und Regi für ja, mitten in die Mitte halt. Ich hoffe, dass der Trick Room jetzt mal weg ist. Oder nicht mehr ist. Okay, doch, er ist immer noch da. Und jetzt mache ich Bugbars auf Behem. Ich hoffe irgendwie, dass Regi überlebt und mach eine Donnerwelle auf Slowking und ein Confuse Ray auf Slowking. Okay. Ja, okay. Wisst ihr, was noch nützlich gewesen wäre, wenn ich Regi jetzt wieder Lightscreen oder so beigebracht hätte und Regi ist down? Das war zu viel für den Kleinen. Nein. Aber okay, das macht nichts. So, Bugbass. In dein Gesicht. Jo. Hummingbird lebt ja noch. Ich hoffe mal jetzt einfach, dass... Okay. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt endlich mal da, dass der Trick Room da vorbei ist. Und ich glaube nicht, dass Hummingbird da so eine gute Figur gleich macht. Weil da zwei Wasser-Pokémon stehen und ich glaube, ich sollte jetzt mal vielleicht versuchen, jemanden auf wieder zu beleben. Die Tammy vielleicht. Und dann noch ein Confuse Ray auf Slowbro. Nice, Santa, nice! Ach so. Ach so, das wusste ich nicht. Das kenne ich nicht. Ja, da ist wieder mein mangelndes Pokémon-Wissen am Start. Nein. Nein, nein. Komm. Ja, okay, gut. Seit wann kann das eigentlich Flamethrower lernen? Kann das lernen? Okay, Confuse Ray hat gewirkt. Bugbass. Nice. Okay. Habe ich die Runde überlebt? Reuniclo. Das ist sehr gut, dass der Trick Room da jetzt gerade nicht mehr ist. Direkt Bugbass auf Reuniclos. Hummingbird, du musst auch direkt angreifen. No way, dass das irgendwie zum Zug kommt, weil das ist mega scheiße. Und Hummingbird wird jetzt auch direkt mal aufgeladen, weil... Ich glaube, da reicht auch eine Mumu-Milch. Weil das ja über die Hälfte jetzt, glaube ich, schon runter ist. Und deswegen macht Crunch nicht mehr so viel, aber ich möchte dieses Reuniclos unbedingt töten. Wenn das nicht tot ist, dann habe ich richtig Angst, weil das kann richtig, richtig rapen. Alles klar. One hit. Nice! Sauber, Fake Buzzy. Okay. Die dachte sich wahrscheinlich auch. Ach, ein Smetbo, das lassen wir mal. Ja, aber du darfst Smetbo nicht unterschätzen. Okay, Hummingbird ist jetzt tot, hundertprozentig. Doch nicht! Okay, es ist kein Step mehr, aber trotzdem. Vielfachschwäche. Critical Hit. Critical Hit. So kriegt man natürlich auch jemanden down, wenn man einen Critical Hit landet. Genau. Hast aber schön gemacht. Voll unfair. Ey, mega scheiße ist das. Ich mach mal ein Toxin auf Moschana. Das kann schon mal nicht schaden.
Hummingbird macht am besten mal einen Crunch. Und Hunter ist wieder dafür da, Hummingbird ein bisschen aufzuladen. Weil der Hunter, der kann nur Wasserattacken und das ist nicht so effektiv. Vielleicht hätte ich dem auch mal andere Attacken noch beibringen sollen, aber naja. Ach, ich dachte, ich gehe einfach so rein. So. Gut, ist ja auch weg. Jetzt müssen wir nur noch uns um das dicke Ding da kümmern. Okay, das sollten wir ja wohl hinkriegen, oder? Leute, schaffen wir das? Jawohl! Ich habe Vertrauen in mein Team. So. Jetzt macht langsam Toxin die Arbeit. Tja, was könnte ich machen? Ich könnte einmal so machen, fliegen. Hummingbird macht mal ein bisschen Crunchy Bunchy. Und Hunter sitzt nochmal, weil er da voll sicher ist. Das kann den ja nicht angreifen. Setzt nochmal eine Mumu-Milch auf Hummingbird ein. Damit er auch mit voller Power angreifen kann. Und Mumu-Milch sind jetzt nicht so die Sache, die ich da irgendwie aufbewahren sollte, müsste. So. Tammy ist jetzt in Sicherheit, falls es nochmal Ice Beam macht. Ich glaube, das konnte es nicht. Ja, nice. Seht ihr, war schon gut. Leftovers, okay. Nice. Das stärkt Toxin nur nochmal. Ich meine, das war so, ne? Nicht, dass ich da jetzt irgendwie Müll erzähle. Ja, Hunter, du bist halt so, ne? Ich meine, du kannst ja gar nichts machen. Wow, Hunter, du greifst jetzt ins Nichts mit Flinkflower an. Machst du super. Gut. Damit hätten wir die erste besiegt oder den ersten. Sauber. Also, das war Fake Buzzys Verdienst. Mit Quivery, also mit Falterreigen. Dass ich da Glück hatte, dass ich meine spezielle Def so steigern konnte. Boah, ich heile jetzt nochmal meine Pokémon auf. Ihr könnt natürlich... Ach, guck mal, ich habe noch Pretty Wings. Ich habe noch Pretty Wings, die hätte ich noch verkaufen können. Naja, jetzt ist auch zu spät. Hör mal, ich wusste nicht, dass die hier sind. Also hier, sonst werden die immer Medizinbeutel gelagert. Aber gut. Hier, Revive. Dann könnt ihr mir jetzt zugucken, wie ich mein Team heile. Ups. So. So. Die letzten Mumu-Milch, die ich hier irgendwo noch habe. Da. 7 Stück. Kann ich jetzt auch verbraten. Einmal. Okay, du bist wenigstens voll. Du auch. Und du auch. So, hier noch. Hier noch. Oh, last Mumu-Milch. Nein, er ist jetzt nicht voll. Das geht nicht. Egal. Moment, wie viel? Ja, okay, die 20 da. Die 20 KP sind am Ende entscheidend, Leute. Passt mal auf. Oh, scheiße, ich wollte doch nicht speichern. Eieieiei, jetzt muss ich es schaffen. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute.